Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von The Escapists. So, ich bin in einer neuen Aufnahmesession. Und, ja, heute Plan, Officer Larsen den Key abluchsen, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, glaube ich, kein Talcumpuder mehr habe, um mir die Abformmasse herzustellen. Aber, ich hoffe, dass ich was finde. Und ich habe eigentlich einen ganz coolen Tipp bekommen. Das schaue ich mir dann gleich mal an. Und zwar... Ah, nee, funktioniert nicht. Ich hatte den Tipp bekommen, ich könnte mich ja hier nachts irgendwie in die Küche und dann raus und so, ne? Das funktioniert aber nicht. Kann ich jetzt schon mal sagen. Durch diesen schwarzen Bereich kann ich nicht durchgraben. Also das geht nicht. Das würde ich mich gerade mal interessieren. Scheiße. Ich will es endlich mal auf die Reihe bekommen, die Namen von meinen Tippsgebern mitzuteilen. Das nervt mich, dass ich das immer vergesse. Deswegen, ich werde jetzt mal, werde ich mal ganz schnell... Alter, ist ja gut. Meine Güte. Mein Handy bimselt hier gerade. Deswegen werde ich mal ganz schnell während der Arbeitszeit mal auf mein Handy gucken und schauen, ob ich den Kommentar direkt finde. Da kann ich genau sagen, was da die Idee war. Was eigentlich eine ziemlich gute Idee war, aber ganz klappt sie halt leider nicht. Moment. Ich mache das hier noch schnell fertig. Wobei, da ist der Kommentar schon. Haha, schon gefunden. Der Kommentar war von Pure Jade LP. Und der hatte vorgeschlagen, dass ich quasi mit einer Kopie vom Zellenschlüssel dann halt mit einer Wachenkleidung und ein bisschen Besteck und das Ganze dann nachts alles mitnehme, quasi aus meiner Zelle mit dem Zellenschlüssel rausgehe, dann rüber in die Küche und dann langsam die Wände abzuarbeiten. Aber wie gesagt, das funktioniert leider nicht, denn wie gesagt, der schwarze Bereich ist, also das kannst du nicht kaputt machen, das geht leider nicht. Nur diese Wände kann man zerstören. Ein bisschen schade, aber so ist das Spiel leider gebaut. So, und jetzt habe ich endlich mal einen Kommentar mit Namen vorgelesen. Das werde ich in Zukunft jetzt immer so machen, wenn ich einen geilen Kommentar kriege. Eigentlich tut es mir ein bisschen leid, dass ich das bisher noch nicht gemacht habe. Aber mein altes Handy, also ich habe seit ein paar Wochen... Oder was heißt, ja doch, seit ein paar Wochen schon neues. Aber mein altes Handy konnte das damals nicht. Und der größte Teil dieser Staffel, den habe ich ja sogar noch vor Weihnachten aufgenommen. Also das ist schon eine ganze Weile her und da hatte ich das Handy halt noch nicht. Da konnte ich nicht so gut wirklich im Internet surfen mit dem alten, Drecksding. Aber naja. Ja gut, aber letztendlich der Tipp ist ja eigentlich fast das gleiche, was ich machen will. Nur halt ein bisschen anders. Ich will ja auch mit den Schlüsseln dann nachts raus. Deswegen, also hacken muss ich ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich hoffe ja... Ah, perfekt. Perfekt, perfekt. Das ist natürlich jetzt blöd. Moment. Jetzt habe ich nämlich noch nicht die Schoki dabei. Ich versuche mich mal ganz doll zu beeilen. Ich versuche ja quasi einfach mit allen Schlüsseln dann ganz gemütlich rauszuspazieren. Officer Irwin, Officer Greg, Officer Larsen. Officer Larsen geht ganz nach hinten. Ich versuche das jetzt mal von hier aus. Okay, das ist jetzt interessant. Oh nee, die haben die Schlüssel gewechselt, die Schweinchen. Nee, Moment.
Officer Larsen hat den Service-Schlüssel. Wenn ich mich recht erinnere. Hä? Also Larsen, Orange, Service. Den habe ich doch schon mal abgeformt. Das ist jetzt aber komisch, ne? Warte mal, das muss ich jetzt mal überprüfen gehen. Ja, komm, halt die Fressdaune. Was ist das denn jetzt für ein Mist? Zelle, Schlüsselform. Eingangsschlüssel. Ne, den hat... Ach, ich weiß, wann. Ich glaube, ich hatte den mal in einer anderen Session hatte ich den abgeformt. Und dann musste ich neu laden, glaube ich. So war das. Ach, das ist ja kacke. Ach Mann, jetzt haben die nicht den richtigen Schlüssel. Und hier ist gerade ein bisschen voll, sehe ich. Ich muss, glaube ich, mal was... irgendwas rausschmeißen. Komm, der Draht kommt mal weg. Ja, das ist jetzt natürlich ein Problem. Wir kommen nicht an den roten Schlüssel ran. Scheiße. Joa. Gut, dann muss ich mir was Neues einfallen lassen. Also der hier funktioniert nicht. Ach scheiße, ich wollte bis zu der Folge heute nochmal nachgucken, für was der Enterhaken und so da ist. Mist, das habe ich vergessen. Aber jetzt will ich mal kurz gucken. Gibt es hier irgendwo noch eine einfache Wand, wo ich ein bisschen besser gucken kann? Es wäre halt geil, wenn ich zum Beispiel hier in diesen Raum reinkommen würde. Weil hier kann ich nacheinander die einzelnen Wachen abfangen. Weil ich glaube, die gehen da alle mal rein. Weil das ist der Schlafraum von den Wachen. Aber ich bleib mal kurz einen Moment hier stehen. Da haben wir zum Beispiel Officer Lee. Der ist zum Beispiel neu, den kennen wir noch nicht. Den hätte ich jetzt ganz easy abgreifen können. Ich schätze mal, dass die anderen dann da auch reingehen. Okay, wie komme ich da rein eventuell? Von hier aus nicht. Da kommt man nur über die Außenwand rein. Oder ich würde mich durchgraben. Das wäre eine Möglichkeit. Boah. Wenn ich mich hier durchgrabe... Nee, aber warte mal, guck mal. Der Kerl hier, ne? Der muss doch hier durch. Das heißt, der hat einen roten Schlüssel. Ja, der hat einen roten Schlüssel. Das heißt, ich werde mich hier rüber graben. Mir den Schlüssel holen. Das könnte funktionieren. Das könnte wirklich... Ups, jetzt habe ich Zeit verplempert, aber das könnte funktionieren. Ich glaube, das werde ich versuchen. Das heißt, wir müssen doch wieder mal ein bisschen graben. Boah, ich habe vorhin mal geguckt. Wir sind jetzt momentan, also steht ja da unten, Tag 26. Im letzten Gefängnis, das war das Dschungelgefängnis, habe ich, glaube ich, 43 Tage gebraucht. Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, aber das könnte... Das könnte klappen. Ich weiß zwar nicht, was passiert, wenn der Typ mich sieht. Ob ich dann sofort gefangen werde oder... Ach, wisst ihr was? Ich habe eine viel bessere Idee. Mir fällt was ein, mir fällt was ein. Eventuell... Kriege ich, wenn der einen Schlüssel hat, diesen Schlüssel nachher. Und zwar, wenn der Typ Feierabend hat. So, Moment. Ach Mann. Da muss ich mich jetzt aber mal schnell beeilen. Jetzt muss ich mich beeilen.
Scheiße. Ich habe keine Tasse mehr. Oh, verdammt. Okay, dann versuche ich mal was anderes. Ich versuche den gleich mal zusammenzuknüppeln, den guten Mann. Es tut mir fürchterlich leid, aber... Boah, wenn das funktioniert, das wäre mega. Ich weiß nicht, wann der Feierabend hat. Das muss ich jetzt halt mal gucken. Vielleicht um 20 Uhr, vielleicht auch erst um 21 Uhr. Komm schon. Bitte, 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 bitte. Na, hat er noch keins? Boah, das wäre so super, wenn ich von dem den Schlüssel vielleicht kriegen könnte. Komm schon, wann hast du Feierabend, Mann? Ich kann ihn aber hier auch nicht ansprechen. Hm. Fuck. Ha. Ich bin gerade am Überlegen, also wenn ich den nicht durch Verprügeln bekomme, werde ich wahrscheinlich morgen nochmal diesen heutigen Tag hier spielen, also Tag 26. Dann habe ich nämlich noch eine Tasse übrig, weil Officer Larsen ist ja quasi für den Arsch erstmal. Okay, der hat noch keinen Feierabend. Ich stelle mich mal hier hin. Falls er jetzt zwischendurch abhauen sollte, sehe ich das direkt. Ja, sorry, dass ich heute irgendwie nicht so viel gemacht habe. Heute war wieder so eine Beobachtungsfolge, aber das gehört halt auch mal damit dazu, wenn man aus dem Knast ausbrechen will. Warte mal, hat vielleicht irgendeiner noch eine Waffe? Na, Schoki. Nein, ich will nicht mit Buster reden. Ich will mit Jackson reden, der verkauft nämlich noch Dinge. Aber ich gehe mal schnell rüber. Eventuell hat er ja jetzt gleich Feierabend. Ja. Und ich kann ihn nicht zusammenknüppeln. Scheiße. Ach Mensch. Das ist natürlich dämlich. Ich kann ihn nicht verhauen. Das geht nicht. Hoffentlich geht's mit Schoki. Ich werde wahrscheinlich... Also heute habe ich ja sowieso nichts geschafft, kann man ja mal sagen, aber deswegen werde ich für die nächste Folge den Tag hier nochmal neu laden, habe ich jetzt beschlossen. Und dann haben wir vielleicht Glück. Vielleicht geht es ja mit Schokolade. Vielleicht fällt mir zwischendurch auch noch was anderes ein, aber ja, so wird es aussehen. Naja, na gut, ich muss ja gar nicht ins Bett. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!